So, herzlich willkommen zum nächsten Gesamtarbeitskreis der DGZFP. Heute mit herzlichen Grüßen aus Jena vom IFE Jena. Ich sehe gerade, es sind schon 72 Teilnehmer online. Unsere Kollegin Marika Maniszewski von der DGZFP hat mir gesagt, es gibt 177 Anmeldungen. Ich würde sagen, wir starten trotzdem einfach durch. Heute wird der Lennart Schulenburg von der X-Ray Systems and Solutions GmbH, VisiConsult, einen Vortrag halten zur Computertomographie für additiv gefertigte Teile. Chancen und Limitierungen ist ein ja, sehr aktuelles Thema, überall weit und breit zu sehen, zu hören. Man ist in vielen Bereichen unterwegs. Es gibt viele Forschungsbereiche an der Stelle. Es gibt Aktivitäten seitens der DGZFP und ja, ich denke, wir können dann fast direkt in den Vortrag starten. Ich lese gerade noch von einem Teilnehmer, dass er keinen Ton hört. Ich hoffe, das betrifft nicht alle Teilnehmer. Kurze Frage an den Referenten. Lennart, hörst du mich? Ein Nicken würde mir reichen. Ich höre dich laut und deutlich. Du hörst mich laut und deutlich, das ist schon mal sehr gut. Dann hoffe ich, dass das auch entsprechend an die anderen Teilnehmer weitergeleitet wird, sodass wir nun mit dem Vortrag starten können. Und gerne können Fragen auch zwischendurch über die Funktion Question and Answer, Q&A, oben rechts so eine kleine Sprechblase mit Fragezeichen drin, gerne reingeschrieben werden. Die sehen wir entsprechend als Referenten, können das Ganze dann auch freigeben. Jetzt kommen hier auch die Rückmeldungen rein, dass ich gut verstanden werde. Wunderbar, das freut mich. Diese Nachrichten, die ich gerade sehe, kann ich dann freigeben und entsprechend dann können wir die auch zwischendurch, wenn es gut passt, beantworten. Ansonsten finden wir dann nach den Ausführungen von Lennart Schulenburg dann natürlich noch Zeit für das Ganze. Ja, also hiermit übergebe ich dann an den Lennart. Gut, danke Christian für die nette Einführung. Hallo auch meinerseits von einem etwas ungewöhnlichen Ort. Als ich mich für dieses Webinar bereit erklärt habe, sollte mein Urlaub eigentlich bereits abgeschlossen sein. Durch eine Corona-bedingte Verschiebung, so ist das heutzutage manchmal, bin ich tatsächlich immer noch im Urlaub und es ist wahrscheinlich das erste DGZFP-Webinar aus einem Wohnmobil. Und in dem Sinne hoffe ich, dass die Verbindung aus Kroatien hier übers Internet gut genug ist. Und ich freue mich für die vielreiche Vielzahl an Teilnehmern. Mittlerweile 94 Leute im Chat. Ich denke, wir können dann jetzt auch langsam loslegen. Sie sehen auf der ersten Seite, dass es interaktive Elemente in diesem Vortrag gibt. Das heißt, nehmen Sie bitte einfach Ihr Handy oder Ihren Browser und gehen auf www.menti.com oder scannen diesen QR-Code und geben den Code ein, den Sie dort sehen können. Sie haben dann die Möglichkeit, zwischendurch Ihre Meinungen zu äußern und Ihr Feedback abzugeben. Ich warte noch einmal kurz 2-3 Minuten, dass vielleicht jeder die Möglichkeit hat, kurz einmal diesen Code zu scannen. Gut, der Code wird auch noch weiterhin eingeblendet bleiben bei den Fragen. Passen Sie dann nur auf und geben Sie ihn dann direkt ein. Also gut, es gibt hier noch ein paar Regeln. Christian, das war wahrscheinlich immer noch dein Teil, aber es scheint auch alles gut zu funktionieren. Ich höre niemanden, das heißt, die Mikrofone scheinen alle aus zu sein. Fragen können Sie, wie gesagt, gerne in dem Chat stellen. Wir beantworten die dann zum Ende des Vortrags. Und natürlich stellen wir Ihnen auch gerne den Videomitschnitt im Nachgang zur Verfügung. Gut, worum geht's? Kurz einmal zu mir. Mein Name ist Lennart Schulenburg von der VisiConsult X-Ray Systems and Solutions. Wir sind ein Hersteller von Röntgen- und CT-Anlagen aus Norddeutschland. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht nämlich nicht um uns, sondern um die additive Fertigung. Und vor allen Dingen, was für Chancen hat diese Technologie und was sind ihre Limitierungen? Ich habe versucht, diesen Vortrag so zu strukturieren, dass wir sowohl die Anfänger in diesem Bereich und die Einsteiger abholen, als auch die Fortgeschrittenen. Und deswegen ist der Vortrag auch ein bisschen umfangreicher geworden. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei am Ende.
Und jetzt einmal die erste Frage. Gucken wir mal, ob alle aufgepasst haben und sich angemeldet haben. Bitte geben Sie doch einfach mal ein paar Schlagwörter ab. Gerne in Englisch, dass wir es in einer Sprache haben. Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Additive Manufacturing denken? Geben Sie gerne drei Begriffe ein in diesem Tool. Ich werde nämlich auch selber mitmachen, um Ihnen die Zeit zu geben. Mittlerweile sollte in dem Online-Tool die entsprechende Maske angezeigt werden. Bitte geben Sie da einfach mal was ein. Ja, das erste Wort erscheint. Da der Vortrag auf Englisch strukturiert ist und um da jetzt eine einheitliche Sprache reinzubekommen. Sehr gut. Sehr gut, das scheint ja gut zu funktionieren. Das Ganze funktioniert so, dass Wörter, die häufiger eingegeben werden, groß angezeigt werden. Dinge, die nicht so häufig angezeigt werden, kürzer. Ja, spannend. Also es scheint sich heraus zu kristallisieren, Flexibilität, Innovation, das ist ganz entscheidend. Okay, und ansonsten gibt es sehr viele Einzelbegriffe und das charakterisiert die Technologie auch relativ gut. Viele stellen sich darunter einfach auch verschiedene Dinge vor. Spannend. Sehr gut. Gehen wir mal eine Slide weiter. Wir stellen Ihnen das auch gerne zur Verfügung im Nachgang. Nochmal die Möglichkeit, dass Sie kurz Ihren Kenntnisstand vielleicht einmal wieder geben können, Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie doch diese Worte oder diese Sätze, die Sie da sehen, von links mit niedriger Relevanz oder ist nicht wahr, bis rechts mit hoher Relevanz ist wahr. Ich sehe gerade. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Schade, bei mir zumindest nicht. Das könnte eventuell an meiner Verbindung liegen. Dann überspringen wir das und mich hätte Ihre Meinung gefreut, aber gehen wir rein in den Vortrag. Also, Sie haben bereits gesagt, für was steht Additive Manufacturing, Flexibilität, Innovation und genau das ist es auch. Im Endeffekt, wenn man sich die Mainstream-Medien anguckt, für was steht Additive, das sind Unlimited Possibilities, das sind bionische Strukturen, abgefahrene Shapes von Bauteilen, Einsparung von Gewicht. Aber sind es wirklich die unlimitierten Möglichkeiten im 3D-Druck oder gibt es tatsächlich Limits? Genau damit werden wir uns heute aus der Sicht der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung beschäftigen. Erst einmal ganz kurz, was ist das additive Fertigen? Im Vergleich zur subtraktiven Fertigung, wo man ein Abtragsverfahren hat, fertigt das additive Verfahren aufbauend. Das heißt, wir tragen basierend aus einem Source Material, aus einem Powder oder aus einem Polymer, tragen wir auf und bauen einen Shape zusammen. Ein großer Vorteil ist, dass sie deutlich weniger Waste, Abfall haben am Ende des Tages, aber auch, dass sie deutlich komplexere Strukturen bauen können. Und die Firma SLM Solutions war so nett, mir ein, zwei Folien zur Verfügung zu stellen über den Prozess des additiven Fertigens. Und hier sieht man genau das. Es wird eine Lage aus Powder aufgebracht. Dann wird ein Laserscanner in diesem Fall genutzt. Es gibt auch andere Verfahren wie Elektronenbeam-Scanning. Aber in diesem Fall ist das Selective Laser Melting, mit dem wir uns beschäftigen. Und so wird das Bauteil innerhalb dieses Bauteilraumes aufgebaut, weil sich die Prüfplattform weiter absenkt und jeweils immer eine neue Schicht von Powder gelasert wird. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich hoffe, auch das Video wird gut mit übertragen, dass eine Schicht Powder aufgetragen wird und dann das Bauteil quasi entsteht, indem es in das Metall aufgeschmolzen wird und so entsteht. Wir wollen jetzt hier nicht groß in die additive Fertigung und die Tiefen dessen einsteigen. Dafür gibt es andere Formate, sondern hier soll es um die Prüfung gehen. Aber es ist wichtig, dass wir einmal den Begriff sauber definieren und alle auf demselben Stand sind. Also, was ist das Besondere am additiven Fertigen? Das ist eine komplett digitalen
Prozesskette haben. Das heißt, wir erstellen das Bauteil digital im CAD-CAM-System. Wir portieren es in Schnittbilder oder in einzelne Slices, die dann wiederum gedruckt werden, Slice für Slice. Und am Ende des Ganzen haben wir die Qualitätsprüfung, wo das Bauteil wieder digitalisiert wird. Warum das von Vorteil ist, dass wir quasi vom digitalen Bauteil zum realen Bauteil wieder zurück zum digitalen Bauteil kommen, werden wir später noch sehen. Warum Qualitätssicherung ist, wichtig ist, muss ich Ihnen, glaube ich, hier nicht erzählen. Wir sind ja immerhin bei dem Seminar der DGZFP. Was nur besonders ist beim additiven Fertigen, ist, dass wir andere Defekte haben oder andere Indikationen, als wir das bei anderen Verfahren kennen. Wir haben natürlich auch hier Risse. Wir haben auch bei additiven Verfahren Poren. Diese Poren sind aber nicht zwangsläufig gleich aufgebaut wie Poren in einem Gussverfahren, im traditionellen Gussverfahren, sondern wir haben es mit anderen Defekten zu tun. Wir haben es hier eventuell nicht mit runden Poren, sondern eventuell haben wir eckige Features dort mit drin, die eventuell dafür sorgen, dass dort einfacher ein Riss entstehen kann. Wir haben Delaminationen, das heißt, wenn der Lasereintrag auf einer Schicht nicht gereicht hat, wird das Material nicht verschmolzen und wir haben eventuell einen Bindefehler, der teilweise ziemlich klein ist, im Bereich 30 bis 50 μ oder vielleicht noch kleiner. Das kann zu enormen Problemen führen, mit denen wir uns vorher im Bereich der Gussprüfung, also der Prüfung von Gussteilen oder anderen Verfahren nicht beschäftigen mussten. Das heißt, die Herausforderung ist hier, wir haben es mit anderen Defekttypen oder auch anderen Anforderungen an die Bauteile zu tun. Und wir werden später noch sehen, dass die Normung dort leider auch noch nicht so weit ist, wie sie sein könnte, was dazu führt, dass eine sehr, sehr viel Ungewissheit um 3D-gedruckte Bauteile derzeit noch ist. Was uns begleiten wird über diesen Vortrag, ist eine Notes-Section, wo ich Ihnen Dinge zusammengefasst habe, die einfach wichtige Takeaways sind, die man mitnehmen sollte. Und die ersten zwei sind, dass die Defekte in additiv gefertigten Bauteilen durchaus anders sind als in anderen Herstellungsverfahren und dass typischerweise, das ist jetzt nur so eine Rule of Thumb, die Defekte in Additive Manufacturing eine höhere Auflösung an das Prüfsystem erfordern als andere Verfahren. Kurz einmal für die, die CT jetzt noch nicht kennen, und das werden jetzt ein paar Slides kommen, die sich mit dem Thema CT und wie funktioniert ein CT beschäftigen, aufgebaut sind. Was ist CT? Auf der linken Seite sehen wir das reale Bauteil. In diesem Fall ist es ein Gussteil, aber das spielt keine Rolle. Und was wir darunter sehen, ist ein Schliffbild, das, was wir aus der destruktiven Prüfung kennen. Und ein CT erstellt eine Rekonstruktion, eine dreidimensionale Rekonstruktion des Bauteils, sodass wir dreidimensionale Schliffe durch das Bauteil legen können, aber auch Analysen wie zum Beispiel Porenanalysen, da soll es Vergleiche durchführen können. Wie funktioniert das mit dem Röntgen? Damit könnte man den ganzen Tag füllen. Ich halte es mal ein bisschen kurz. Ein Röntgenstrahl wird generiert von einer Röntgenröhre, geht durch ein Objekt durch, wird dann von den Atomen in diesem Objekt über verschiedene physikalische Effekte geschwächt und am Ende von einem Detektor wird die Intensität aufgenommen und in ein Signal verwandelt. Das ist natürlich relativ eine relativ überschaubare oder eine relativ vereinfachende Darstellung, aber soll jetzt erstmal reichen. Wichtig in diesem Zug, die Durchdringung des CT-Systems hängt von der Spannung des Röntgensystems ab. Warum das wichtig ist, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir uns mit dem Thema Auflösung beschäftigen. Also, was passiert? Ein Bauteil ist im Röntgenstrahl, wird gedreht, 360 Grad oder unter gewissen Umständen auch weniger, wenn man besondere CT-Verfahren verwendet. Und wir nehmen sogenannte Projektionen auf, archivieren diese Projektionen und nutzen die, um das Bauteil zu rekonstruieren. Hier eine Probe, ein Dogbone, so eine typische Zugprobe, die uns von IFB Jena zur Verfügung gestellt wurde. Wurde 3D gedruckt in diesem Fall. Man kann es schön an dieser relativ starken Oberflächenrauheit erkennen, dass das Teil noch nicht oberflächenbehandelt wurde. Und dann sehen wir in der Mitte das 2D-Röntgenbild und das CT-Volumen, nachdem es rekonstruiert wurde aus etlichen 2D-Bildern. Das ist der typische Ablauf. Was auch noch wichtig ist, es gibt verschiedene Arten von CT-Scans. Es gibt die Quick-Scans, wo wir das Bauteil nicht anhalten, sondern kontinuierlich im Strahlengang drehen und Projektionen aufnehmen.
Üblicherweise zeichnet sich ein Quickscan dadurch aus, dass er schneller von der Scanzeit ist, aber eine nicht ganz so gute Auflösung meist hat wie ein Stop-and-Go-Scan, wo wir das Bauteil zur Aufnahme des Röntgenbildes jeweils anhalten. Und jetzt widmen wir uns einmal kurz der Röntgenquelle. Das ist nämlich ein extrem wichtiger Punkt und ist auch ein Teil der Limitierung, die CT-Systeme heutzutage haben oder wahrscheinlich auch wegen der Physik immer haben werden. Es gibt verschiedene Röntgenquellen, angefangen bei Nanofokusröhren, die sich auszeichnen dadurch, dass sie einen sehr, sehr kleinen Brennfleck haben. Warum das wichtig ist, kommen wir auch noch zu. Gehen zu Mikrofokusröhren, die einen kleinen Brennfleck haben, aber auch durchaus gerade im höheren Spannungsbereich deutlich größere Brennflecke von bis zu 300 µ aufweisen können, wenn wir wirklich die komplette Intensität so einer Röhre ausfahren. Minifokusröhren, die dann so in dem Bereich Brennflecke 0,4 bis 1 mm liegen üblicherweise, aber auch schon Spannungen bis zu 600 kV, 160 bis 600 kV, das sind so die üblichen Spannungen. Und dann haben wir Linearbeschleuniger, die bis zu 9 oder auch 15 MeV in besonderen Fällen an Spannungen aufweisen, aber mit 1 bis 4 mm einen relativ großen Brennfleck haben. Und warum ist das so wichtig? Weil wir haben schon gelernt, additive Bauteile brauchen relativ hohe Auflösungen. Oder beziehungsweise in den jetzigen Spezifikationen von Design Engineering, die aus dem Design Engineering kommen, sind relativ hohe Anforderungen an die Auflösung definiert. Und wenn man jetzt mal hier so ein Dreieck aufträgt mit der Auflösung links, der Durchdringung rechts und der Geschwindigkeit dort oben, dann lassen sich diese Komponenten grob so einteilen. Das ist jetzt keine super exakte Kunst, das ist nur eine Visualisierung des Ganzen. Grundsätzlich gilt, je mehr Energie oder je mehr Spannung Sie haben in einer Röntgenquelle, desto geringer die Auflösung. Einfach weil die Brennflecke größer werden und sie nicht mehr die gleiche Auflösung erreichen können. Aber auch in dem Moment, wo sie die Geschwindigkeit eines Scans erhöhen und sie mehr Intensität auf dem Detektor brauchen, sinkt auch üblicherweise die Auflösung und zu einem gewissen Teil auch die Durchdringung. Das heißt, sie müssen sich in diesem Spannungsfeld bewegen. Und wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier ein Bauteil, das hat 40 mm Inconel und ich hätte das gern in 10 Sekunden mit 3 µ Auflösung gescannt, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass man sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Das heißt, Durchdringung auf der einen Seite, Auflösung auf der anderen Seite, da gibt es ein Trade-off und das Gleiche gilt auch für die Geschwindigkeit des Scans. Um das Thema Auflösung noch ein bisschen zu vertiefen. Röntgentechnologie ist eine Kegelstrahlgeometrie. Oder hat eine Kegelstrahlgeometrie, das heißt, Sie können den physikalischen Effekt der Vergrößerung verwenden. Das sehen wir super auf der linken Seite. Das heißt, bewegen wir ein Objekt näher an die Strahlenquelle, erscheint es größer auf dem Detektor, wie man sich das von so einem Lichtprojektor vorstellen kann. Und wenn wir es dichter an den Detektor bewegen, dann wird es kleiner oder realer dargestellt in seiner realeren Darstellung. Bis wenn wir halt die Vergrößerung 1 wählen, dann haben wir eine 1:1 Darstellung der Größe. Sehr vereinfacht. Wie gesagt, mit diesem Basics der Röntgentechnik kann man auch gut einen ganzen Tag füllen. Ich gehe jetzt über die wichtigsten Punkte einfach kurz einmal drüber. Was heißt das aber auf der anderen Seite? Das bedeutet, wenn Sie jetzt hier so ein Field of View von 8 Inch haben und dann vergrößern, oder sagen wir mal einfach halber, nennen wir das mal 10 Zentimeter, um jetzt mal hier in Zentimetern zu bleiben. Wenn Sie eine Vergrößerung von 2 wählen, dann haben Sie nur noch ein Field of View von 5 mal 5 Zentimeter. Wenn Sie eine Vergrößerung von 10 nehmen, haben Sie nur noch ein Field of View von 1 mal 1 Zentimeter. Das hat natürlich enorme Implikationen, weil in dem Moment, wo wir plötzlich ein Bauteil mit hoher Auflösung scannen sollen, müssen wir vergrößern, weil wir limitiert sind von der Auflösung des Detektors. Da gibt es nicht unendlich hochauflösende Detektoren. Die besten üblicherweise liegen so bei 100 µ, die wir derzeit im Einsatz haben. Das heißt, wenn Sie auf Ihre 50 µ wollen, dann müssten Sie schon theoretisch Faktor 2 vergrößern. Und mit dem Mal können Sie, wenn Sie sehr hohe Auflösungen erreichen wollen, nur noch sehr, sehr kleine Bauteile prüfen. Und das hat Implikationen. Denn wenn jetzt in der Spezifikation bei dem 3D-gedruckten Bauteil drinsteht, Sie müssen das gesamte Bauteil prüfen und zwar mit einer Auflösung oder Defekterkennung von 10 µ,
dann müssen Sie plötzlich, wissen Sie, mit dem 100-µ-Detektor, dann müssen Sie ja mindestens schon mal 10-fach vergrößern, weil Sie üblicherweise sagen, so ein Pixel, der muss von ein bis zwei, also ein Defekt, der muss von 2 bis 3 Voxeln abgedeckt sein. Plötzlich sind Sie bei einer Vergrößerung von 20. Und das ist schwierig, weil dann sehen Sie plötzlich nur noch einen sehr, sehr kleinen Teil des Bauteils. Und deswegen spielt der Fokusspot oder der Brennfleck dort eine Rolle, weil wenn Sie einen großen Brennfleck haben, dann bringen Sie bei der Vergrößerung Unschärfe rein. Das kennen Sie, wenn Sie an so einem typischen Overhead-Projektor hingehen und die Hand relativ dicht davor halten, ist die Hand sehr verschwommen. Wenn Sie sie dichter an die Wand halten, dann sehen Sie die relativ scharf. Das heißt, Sie können auch nicht mit jeder Röntgenröhre ewig groß vergrößern. Und da kommen wir wieder zurück auf die Mini-Fokus, Nano-Fokus, Nano-Fokus, Mikrofokus-Röhren. Das heißt, Sie müssen die richtige Röntgentechnik wählen, um ein gewisses Inspektionsergebnis zu erreichen. So, das soll es auch mit der Theorie gewesen sein, bevor wir wirklich ins 3D-Drucken einsteigen. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass wir wirklich alle Teilnehmer dieses Webinars auf einem Level haben. Und ich weiß für die Spezialisten unter uns, das ist eine Vereinfachung gewesen. In der Praxis sind die Dinge teilweise noch komplizierter, teilweise ein bisschen einfacher, aber sei es drum. Das ist der Überblick. Was wir für unsere Notizen hinzufügen, die Auflösung in einem CT-System kann üblicherweise durch Vergrößerung erreicht werden, weil wir begrenzt sind mit der Auflösungsverbesserung durch Detektoren. Und das Field of View, also die Fläche, die wir wirklich aktiv ausleuchten können, die sinkt mit dem gleichen Faktor der Vergrößerung. Und dann kommen wir auf die andere Seite, auf den Detektor. Was ist eigentlich so ein Detektor? Was Sie hier sehen, ist die schematische Darstellung des Detektors. Sie sehen die Fotodioden, die das Licht in ein elektrisches Signal umwandeln. Aber da wir ja kein Licht, sondern Röntgenstrahlung haben, brauchen wir so etwas, das ist ein Szintillator. Das ist typischerweise GEDOX oder Cesium-Iodide, also Cesium-Iodid, je nachdem, welche Auflösung Sie brauchen, weil auch der Szintillator hat eine Auflösung, so wie die Fotodioden. Also der Szintillator verwandelt die Röntgenquanten in sichtbares Licht und die Fotodioden das sichtbare Licht in ein elektronisches Signal, was dann entsprechend der Kernladungszahlen, die sich aufsummiert haben bei der Reise eines Röntgenstrahlens durch ein Bauteil, oder je nachdem, wie diese Quanten geschwächt wurden, dementsprechend zeichnet sich das Signal ab, was dann in den Bildverarbeitungssoftwares ausgewertet wird. Was gibt es für Detektoren? Wir unterscheiden üblicherweise zwischen zwei verschiedenen Detektorentypen. Einmal den LDA, den Linear Detector Arrays, das ist eine einzelne Fotodiodenzeile. Und den Digital Detector Arrays, das ist ein ganzes Array von Zeilen. Für den Rest des Vortrags werden wir uns hier hauptsächlich mit dem DDA beschäftigen, weil er in der Praxis die weitere Relevanz besitzt. Ein LDA hat Vorteile, weil sie die Scatter-Einflüsse oder die Noise-Einflüsse sehr reduzieren können, weil sie sehr stark kollimieren können. Also ein LDA hat Vorteile, wenn man sehr hochauflösende, artefaktfreie Scans erzeugen möchte. Aber ein LDA hat einen immensen Nachteil, weil die Scanzeiten extrem lang sind, weil sie immer nur eine Zeile pro Umdrehung scannen. Während sie bei einem DDA das den gesamten, ja, gesamte aktive Fläche abscannen. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist für unseren Notizzettel und auch hier wieder nur eine exemplarische Darstellung. Was diese Darstellung zeigen sollen, ist, dass wenn Sie eine höhere Detektorauflösung wählen im Sinne vom Pixel-Pitch, das heißt, wir halbieren hier mal den Pixel-Pitch, das heißt, wir verdoppeln die Auflösung, die der Detektor hat, von 200 µ auf 100 µ. Wir verdoppeln damit nicht die Datenmenge. Und ein Beispiel ist, Sie kommen von ungefähr 1,6 GB pro CT-Scan auf eine Datensumme von 15 GB pro CT-Scan bei einem 100-µ-Detektor mit einer Breite von 20 mal 20 Zentimetern. Das ist eine enorme Größe. Sie können bei größeren Detektoren und hochauflösenderen Scans noch ganz, ganz andere Datenmengen erzeugen. Sie können auch ohne Probleme 150 GB Scans erzeugen mit hochauflösenden Detektoren. Also Ihre IT wird Sie lieben, wenn Sie ein CT-System anschaffen. Das muss einem einfach nur bewusst sein. Die erzeugten Daten von CT-Scannern, die sind hoch. Das gleiche gilt für die Scanzeit bei höherer Auflösung. Auch hier wollen wir uns nicht an der Formel festhalten, da möchten wir auch gar nicht ins Detail reingehen. Wichtig ist, die Scanzeit hängt zu einem Faktor
von der Anzahl der horizontalen Pixel, also von der Pixelanzahl des Detektors ab. Das hat einfach was mit den Algorithmen, mit den Feldkamp-Rekonstruktionsalgorithmen und Ähnlichem dahinter zu tun, die, um keine Unterabtastung zu erreichen, eine gewisse Anzahl von Projektionen benötigen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Das heißt, um hochauflösende CT-Scans oder je hochauflösender Ihr Detektor und dementsprechend auch Ihr CT-Scan, desto länger wird die Scanzeit sein. Und auch hier 34 Minuten, das ist, ist kein sehr schneller Scan, aber es ist aber auch kein sehr langsamer Scan. Wenn Sie sehr, sehr hochauflösende Scans machen wollen, dann können Sie auch durchaus in den Stundenbereich reinscannen. Also auch Scans in Stundenanzahlen von 20 Stunden sind keine Ausnahme, wenn Sie gewisse Qualitäten erreichen wollen. Und die Einschränkung der Detektoren lässt sich noch so ein bisschen umgehen, indem Sie zum Beispiel eine horizontale Messkreiserweiterung machen. Das heißt, entweder das Panel aus dem Strahlengang rausschieben oder aber das Objekt rausschieben und mehr Projektionen aufnehmen. Das heißt, da können Sie so ein bisschen noch die Größe des Detektors erweitern. Ja, wir haben ja darüber uns unterhalten, durch die Vergrößerung, die Sie brauchen, um eine höhere Auflösung zu erreichen, ist wirklich auch das Field of View, was Sie erreichen können, wirklich problematisch. Und da ist natürlich toll, wenn man nochmal so 60-70% von so einer Detektorfläche nochmal rausholen kann, weil man eine horizontale Messkreiserweiterung fahren kann oder aber, weil man stitchen kann in der vertikalen Ebene oder einen Helix-Scan machen kann. Also das sind so Möglichkeiten, den Scan-Bereich noch zu erweitern. Nichtsdestotrotz ist wichtig, Sie sind irgendwo limitiert in Ihrem Field of View, wenn Sie hohe Auflösung fahren wollen. Gut, dann kommen wir mal wirklich in den Bereich Additive Manufacturing. Und wir haben das ein bisschen pragmatisch aufgezogen. Das heißt, wir haben hier ein paar Beispiele aus dem Bereich Additive Manufacturing. Teilweise wurden sie von Partnern unseres Unternehmens auch zur Verfügung gestellt. Das ist dann jeweils markiert. Aber ich möchte Ihnen hier einmal zeigen, nach was suchen Sie eigentlich und was können Sie mit so einem CT-System eigentlich erreichen. Und Sie erinnern sich an dieses Dogbone, was wir oben gescannt haben. Das war ein Test, den wir mit der Firma IFE Jena gemacht haben. Das heißt, dort wurden im 3D- oder im 3D-Druckprozess, im Additive Manufacturing-Prozess, bewusst versucht, Defekte in das Bauteil einzubringen, wie Sie hier sehen können, wie diese Pore hier oder diesen Einschluss. Das heißt, der Laserbeam, der wurde bewusst verändert, um Defekte einzubringen. Und dann wurden Zugproben gemacht, um zu gucken, wie können wir denn die Erkennung von Poren oder anderweitigen Defekten im CT-Scan korrelieren mit Ermüdungserscheinungen oder Brüchen im Material, wenn wir das Material unter Zug setzen. Und das ist jetzt mal die dreidimensionale Visualisierung der Porositäten. Man sieht bewusst, dass nach oben hin deutlich mehr Porositäten entstanden sind, weil, wie gesagt, der Laserbeam so verändert wurde, dass wir mehr Defekte bewusst erzeugt haben. Und wir können diese Defekte dann entweder im dreidimensionalen, volumetrischen Datensatz oder aber in den einzelnen Schliffbildern, 2D-Schliffbildern, segmentieren, messen und bewerten. Was aber auch ein klassisches ist, und das ist ein reales Beispiel, das ist ein Wärmetauscher aus dem Automotive-Bereich. Und auf der linken Seite sehen Sie den CT-Scan, auf der rechten Seite sehen Sie den Schliff, den der Endanwender danach durchgeführt hat. Also als die Ingenieure als erstes den CT-Scan gesehen haben, konnten sie es nicht glauben und gesagt, das stimmt nicht, haben dann einen Schliff durchgeführt und man sieht ganz klar, dass die mittleren Ringe, aber auch hier in den größeren äußeren Ringen, mit Powder verstopft sind. Das heißt, dieses Residual Powder im Fachbereich, das ist im Bauteil hängen geblieben und nicht rausgekommen. Und natürlich ist das ein Riesenproblem, wenn Sie jetzt einen Wärmetauscher haben, der funktioniert nur gut, wenn wirklich die Luft auch frei in diesem Bauteil sich bewegen kann. Und das kann sie hier augenscheinlich nicht. Und so kann der Wärmetauscher halt auch nicht real funktionieren. Und dieser Schnitt hat uns sehr, sehr gut gezeigt, wie schön die Korrelation zwischen dem Scan und dem realen Bauteil eigentlich ist. Und CT kann insofern helfen, nicht nur ein Problem zu erkennen, sondern es vielleicht auch zu beheben. Wenn ein CT-Scan durchgeführt wird, bevor das Bauteil Wärme behandelt wird, nennt sich dann das Hyper-Isostatic Pressing, also Hipping, sogenanntes Hipping, was auf ein Bauteil angewendet wird, um Defekte zu verschließen, um die Eigenspannung im Bauteil zu minimieren. Wenn das durchgeführt wird, bevor dieses Residual Powder entfernt ist,
dann wird es irreversibel eingeschmolzen. Das heißt, Sie bekommen es dort definitiv nicht mehr raus. Wenn Sie allerdings in den CT-Scan schon sehen, aha, da ist noch was, dann können Sie versuchen, das Powder noch zu entfernen, bevor Sie das Bauteil endgültig zerstören, indem Sie es wärmebehandeln. Das heißt, auch hier ein wichtiger Punkt, wann mache ich eigentlich meinen CT-Scan? Vor dem Hippen, nach dem Hippen, beides? Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ein weiteres Beispiel, was wir Ihnen zeigen dürfen, so ein typisches Gimmick, was man auf so einer 3D-Druckmesse bekommt, um die Fähigkeiten der Technologie zu zeigen. Das ist dieser Turm, in dem innen drin eine Treppe und diese Tragestruktur eingedruckt ist. Man muss einfach anerkennen, solche Strukturen sind nur mit 3D-gedruckten Bauteilen möglich. Also mit Gussteilen bekommen Sie sowas nicht hin. Aber auch hier ist interessant, wie haben sich hier eigentlich Porositäten entwickelt. Und Sie sehen vor allen Dingen im Randbereich, sehen Sie Porositäten. Wenn wir jetzt hier tiefer drauf eingehen, das hat meistens was damit zu tun, wie die 3D-Druckparameter gewählt werden. Meistens wird zuerst die äußere Hülle gedrückt und dann wird über ein sogenanntes Crosshatching wird das Innere gedruckt mit einer anderen Laserenergie. Aber wichtig ist zu sehen, hier, wo die zwischen äußerster gedruckter Hülle und zwischen der inneren Struktur haben wir einige Defekte. Oder nicht Defekte, aber zumindest Indikationen oder Porositäten. Was bedeutet das jetzt, wenn ich das Teil Oberflächen behandle? Was bedeutet das für die Struktur des Teils? Was bedeuten diese Defekte in dieser innenliegenden tragenden Struktur? Ich würde mal behaupten, bei diesem Werbegimmick bedeutet das gar nichts. Bei einem Luftfahrtbauteil könnte das allerdings Auswirkungen haben oder Konsequenzen haben. Und hier ein Slide, das uns von der Firma, von unserem Partner Volume Graphics zur Verfügung gestellt wurde. Ganz bewusst einmal, diese Diagramme zeigen nicht die Verteilung in diesem Bauteil, aber nichtsdestotrotz sind sie symptomatisch für was wir im 3D-Druckbereich sehen. Und zwar, dass wir eine starke Fehlerverteilung oder eine starke Fehleranhäufung im Randbereich der Bauteile haben. Hat wie gesagt etwas damit zu tun, wie wir einen Druck aufbauen, ob wir erst die äußere Kontur drucken und dann das Crosshatching drin. Das heißt, auch hier kann CT wirklich dazu beitragen, die 3D-Druckparameter zu verbessern und anzupassen und den 3D-Druckingenieuren ein Feedback zu geben, wie sie so ein Bild aufbauen sollen. Ein weiteres Beispiel eines unserer Kunden, den Namen dürfen wir leider hier nicht nennen, auch wir mussten alles, was auf den Kunden hindeutet, hier verpixeln, aber es geht um eine gedruckte Turbinenschaufel aus dem Luftfahrtbereich. Natürlich ist es der Traum, wenn eine Turbinenschaufel ausfällt, dass man nicht erst bei dem Hersteller eine anfordern muss und dann auch in Stückzahlen von 50 oder 100, sondern halt diese eine Turbinenschaufel nachdrucken kann. Und die Firma GE Aviation beschäftigt sich ja auch sehr intensiv zum Beispiel mit dem 3D-Drucken von Turbinenteilen. Aber was Sie hier sehen können, ist der Vergleich eines volumetrischen Satzes, oder eines volumetrischen Datensatzes aus unserem CT-Scanner mit dem Bauteil-Cut. Und dann sehen Sie einen Soll-Ist-Vergleich. Wo haben Sie zu viel, wo haben Sie zu wenig Material, wie ist das Ganze bemaßt? Und wo das Ganze wirklich relevant wird, sehen wir nachher nochmal in einer konkreten Case-Study. Was wichtig ist, wir können solche hochrelevanten Vergleiche wie Soll-Ist-Vergleiche zu CUT, also Ist-Vergleiche zu CUT-Modellen, relativ einfach durchführen. Und natürlich auch Schnitte durch das Bauteil, die uns innenliegende Strukturen aufzeigen. Und zu einem gewissen Grad, ich muss zugeben, dass ein CMM oder eine Messmaschine immer noch andere Genauigkeiten und andere Genauigkeiten erreichen kann als ein CT-Scanner. Nichtsdestotrotz können Sie mittlerweile sehr gut messen und Ihre CT-Systeme auch so qualifizieren lassen, dass sie dimensional messen kann. Aber der größte Vorteil ist eigentlich, dass Sie innenliegende Strukturen, wie auf der rechten Seite, diesen Winkel messen können. Das war vorher undenkbar, also mit einer CMM kommen Sie da nicht hin, mit Weißlicht kommen Sie dort auch nicht hin. Da hilft nur ein Computertomograph, der die innenliegenden Strukturen sichtbar macht. Das ist natürlich ein enormer Vorteil. Und um sich mal das Ganze oder die hochtrabenden Dinge anzugucken, auch hier ein Slide zur Verfügung gestellt von unserem Partner Volume Graphics. Alle reden immer von dem Thema Digital Twin, aber im Endeffekt ist der CT-Scan eigentlich der fast perfekte digitale Zwilling.
Weil was wir aufnehmen, ist nicht nur, oder wir können so eine FEM-Analyse nicht nur auf theoretischen Daten laufen lassen, wie CAD-Daten, sondern was wir hier haben, ist, wir haben reale Bauteile, das Bauteil so, wie es wirklich gedruckt worden ist oder wie es gefertigt worden ist, mit all seinen Porositäten, Maßabweichungen, Rissen, Oberflächengrauheit, können wir in den digitalen Zwilling exportieren und wir können dann Lastsimulationen laufen lassen. Das heißt, wir bestimmen einen Lastpunkt in dem Bauteil und wir bestimmen Haltepunkte in dem Bauteil und wir können dem Ganzen dann zyklischen Lasten aussetzen oder anderen Lasten und können sehen, wie verändert sich das Bauteil, wie sieht es mit Eigenspannung aus, mit internem Stress, wann bricht das Bauteil, wie verformt es sich. Und das hat natürlich enorme Vorteile im Zuge der Simulation, bevor man ein Bauteil druckt und testet. Aber weiterhin auch hier eine Folie, die uns zur Verfügung gestellt ist von Volume Graphics in Zusammenarbeit mit Herrn Kleinteich vom TPW Prüfzentrum. Was Sie sehen können, Sie können auch Powder analysieren. Das heißt, Sie können den Input des 3D-Druckens vorher analysieren und Sie könnten eventuell sehen, dass dort bereits erstmal sehr große Abweichungen in der Größe und Form der einzelnen Powderpartikel ist. Das ist besonders dann relevant, wenn Sie Powder recyceln. Üblicherweise wird das nicht verwendete Powder recycelt und wird gesiebt und dann nochmal verwendet. Je öfter Sie das machen, desto größer sind die Abweichungen oder die Inhomogenitäten, die Sie in dem Material bekommen. Aber Sie können auch sehen, es sind bereits Porositäten im Rohmaterial enthalten. Und das kann natürlich in letzter Instanz direkt auch zu Porositäten im Bauteil führen. Oder solche Einschlüsse höherer Dichte. Wenn Sie in einem Aluminium plötzlich einen Titanium-Einschluss haben, ja, den werden Sie dann auch später im Bauteil sehen, wenn alles schlecht läuft. Das heißt, für unsere Notizen wieder, wir können eine breite Bandbreite an Analysen, wie zum Beispiel Porositätserkennung oder geometrische Abweichung oder geometrische Auswertung, Measurements, Metrologie, können wir direkt im CT-Scan durchführen. Jetzt kommen wir mal zu einer ersten Limitierung oder ersten Einschränkung. Üblicherweise, die meisten 3D-Druckverfahren haben eine sehr, sehr hohe Oberflächenrauheit. Und da oben rechts sehen Sie ein Beispiel, auf das gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer ein, weil wir zu diesem Beispiel eine relativ größere Case Study und Analyse laufen lassen haben. Aber was Sie sehen diese ausgefransten Bereiche, das sieht schon sehr, sehr rau aus. Und das ist natürlich auch könnte ein Problem werden, wenn Sie nach sehr kleinen Defekten suchen, die allerdings deutlich kleiner sind als die Oberflächenrauheit. Dann haben Sie mit 2D-Röntgen total verloren. Das geht, also eine kleine Pore geht definitiv im Rauschen unter. Wenn Sie einen CT-Scan machen, haben Sie schon deutlich bessere Karten, weil Sie das Bauteil im Strahlengang drehen, sehr, sehr viele verschiedene Ansichten bekommen und die Chancen sind sehr, sehr höher, dass Sie auch sehr, sehr kleine Poren trotz einer großen Oberflächenrauheit bekommen. Nichtsdestotrotz ist diese Oberflächenrauheit tendenziell ein Problem bei der Erkennbarkeit von Defekten. Also auch hier für unseren Notizzettel, die hohe Rauheit von 3D-gedruckten Bauteilen ist ein tendenzielles Problem für Prüfverfahren. Gut, bevor wir zu den Case Studies übergehen, hier einmal eine positive Nachricht. 3D-Druck an sich als Technologie ist eine relativ menschenunfreundliche Technologie. Sie haben dort dieses Powder, was unter relativen Reinraumbedingungen in die Maschine gebracht werden müssen. Wenn Sie dieses Powder einatmen, atmen Sie kleinste Titanium, Aluminium oder Inconel-Partikel ein. Das ist sehr, sehr gesundheitsschädlich, weswegen Sie mit entsprechender PPE arbeiten müssen. Deswegen arbeiten Unternehmen vermehrt daran, diesen kompletten AM-Prozess zu automatisieren. Das heißt, die Bauteile kommen digital an, werden gedruckt, werden über AGVs, also selbstfahrende Roboter, aus der 3D-Druckanlage entnommen und werden zum Post-Processing gebracht. Das könnte dann die Hippe sein, also die Wärmebehandlung, das könnte die Röntgenanlage sein oder beides und die Oberflächenbehandlung, also die für die Surface Roughness, für die Oberflächenrauheit und all das, an all dem wird derzeit, und da arbeitet Daimler dran, da arbeitet Airbus dran, die Factory of the Future, wo wirklich der gesamte Prozess menschenlos und ohne Berührung der eventuell
schädlichen Komponenten laufen soll. Und Röntgen oder CT schließt, fasst sich da wirklich sehr, sehr gut ein. Das heißt, man könnte wirklich direkt von der Röntgenanlage auf der Buildplate das Bauteil direkt in eine CT-Anlage bringen, automatisch prüfen, automatisch in der CT-Software die Prüfverfahren laufen lassen und dann das Prüfergebnis ablegen und automatische Prüfentscheidung treffen. Das heißt, auch hier, CT ist Gott sei Dank ein Verfahren, das lässt sich relativ gut automatisieren und in sogenannte Smart Factory Solutions integrieren. Gut, um das Ganze jetzt noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich zwei Studien mitgebracht, die wir im Unternehmen mit Partnern durchgeführt haben. Die erste ist ein Test, den wir mit der Firma Autodesk gemacht haben, die sich auch mit der Design-Software beschäftigen für 3D-gedruckte Bauteile. Und die haben einfach mal eine komplexe Struktur hier gedruckt. Und zwar ist auch dies ein Wärmetauscher-Design. Ich denke, es ist eher ein Showcase für eine Messe als ein reales Bauteil, aber man könnte es sich gut vorstellen. In jedem Fall wurde versucht, wirklich komplexe Strukturen zu designen. Das heißt, diese Kanäle, die sind ineinander verwunden und berühren sich nicht. Und man sieht ganz klar hier in dem Soll-Ist-Abgleich, gut, das Autodesk-Emblem, das war in dem Cut nicht drin, deswegen haben wir eine starke Abweichung. Aber ansonsten sieht man relativ stark, dass wir hier oben im oberen Bereich eine relativ starke negative Abweichung, das heißt eine Verschiebung haben. Und im unteren Bereich, da haben wir zu viel Material. Und auch in den einzelnen Kanälen sieht man Abweichungen. Es ist nicht an mir zu beurteilen, ist das jetzt schlimm, wenn ich eine Abweichung von minus 0,3 mm, 300 μ habe. Ist das schlimm, ist das schlecht? Das muss jemand anders entscheiden. Fakt ist, wir können es sichtbar machen mit der Prüfung. Und wenn wir jetzt hier einfach mal gucken, im oberen Bereich sieht man die relativ starken Abweichungen, im unteren Bereich die relativ kleinen Abweichungen. Da sieht man hier schon gerade in dem äußeren Bereich, das sind schon relativ extreme Abweichungen, die dort entstehen und die könnten im Zweifelsfall die Struktur oder die Widerstandsfähigkeit oder auch die Funktionalität des Bauteils deutlich beeinflussen. Und das können wir relativ deutlich sehen. Und das ist auch eine der Dinge, in denen CT wirklich stark ist, geometrische Abweichungen der Bauteile zu erkennen. Weil im 3D-Druckbereich kann es schon relativ einfach vorkommen, dass wir geometrische Abweichungen haben. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass der ungleichmäßige Hitzeeintrag durch den Laser oder wie der Laser angesteuert oder welche Dinge er ansteuert, die kann dazu führen, dass Bauteile sich verformen. Es können Eigenspannungen auftreten wegen des Temperaturgradientens zwischen dem geschmolzenen Laserbett und der Mounting Plate oder der Buildplate. Es gibt verschiedene Gründe, warum das auftreten kann und es gibt auch gute Gründe, das zu prüfen. Und auch hier, auch netterweise zur Verfügung gestellt von der Firma Volume Graphics und Anton Duplessis von der University of Stellenbosch, kann man über eine DVC-Analyse relativ gut sehen, wie sich so ein Bauteil verformt über den kompletten Bild und wo es besonders kritisch ist, hinzuschauen. Also auch wieder für unseren Notizenzettel, CT wirkt oder ist sehr, sehr effektiv, um systematische Abweichungen in der Geometrie zu erkennen. Die zweite Case Study ist mit dem Institut EFW Jena und der Firma Hirtenberger entstanden und wir wollten uns hier mal die Einflüsse von einer Oberflächenbehandlung über das sogenannte Hirtisieren auf das Bauteil angucken. Dazu hat die Firma EFW Jena auf einer SLM Solutions Maschine diese Düsen hier gedruckt. Man kann sie hier im Cut sehen, dort real gedruckt. Und man kann hier, die Bilder kennen wir bereits aus einer vorigen Slide, man sieht in weiß das Overlay zwischen dem Cut und dem realen Bauteil. Und man sieht, ja, grundsätzlich ist das ganz gut getroffen. Wir haben teilweise ein bisschen zu wenig, teilweise ein bisschen zu viel Material. Dahingehend könnte man den Bild noch mal ein bisschen optimieren, aber im Großen und Ganzen sieht das Ergebnis erstmal gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt die Oberfläche behandeln, und das wird über das Verfahren Hirtisieren gemacht, das heißt, das ist ein chemikalisches Verfahren oder ein physikalisches Verfahren, auf das ich hier nicht näher eingehen möchte, weil ich da definitiv nicht der Fachmann bin. In jedem Fall
Das Hirtisieren, da es ein Abtragsverfahren ist, sorgt dafür, dass wir Material verlieren. Und jetzt haben wir natürlich einen Umstand, dass wir deutlich zu wenig Material gegenüber dem Cut haben. Das kann unkritisch sein, muss es nicht unbedingt. Man muss es nur wissen. In jedem Fall sehen wir haben deutlichen Abtrag am Material. Wir haben eine relativ gleichmäßige Oberfläche. Wir haben einen relativ homogenen Abtrag. Aber wir haben zu wenig Material. Und vor allen Dingen, wir haben Poren, die vorher verdeckt unter der Oberfläche lagen und vielleicht gar kein Problem waren, plötzlich an der Oberfläche. Und die könnten der Startpunkt für Risse sein, die könnten der Startpunkt für Verunreinigung sein oder aber sonstige Funktionsauswirkungen haben. Das heißt auch hier, die Takeaways dieser Studie waren, dass wenn man ein Abtragsverfahren nutzt zur Oberflächenglättung, dann sollte man wissen, wie viel man abträgt und das im Bild berücksichtigen und entsprechend mehr aufbauen. Und weiterhin sollte man extremen Wert auf die Wahl der Parameter legen. Wie dick ist der Konturbereich, der harte Bereich des Bauteils? Wann fangen wir an mit dem Crosshatching in? Weil wenn wir jetzt den Konturbereich außen abtragen, dann kommen wir schnell in den weicheren Bereich des Crosshatchings und legen dort eventuell Defekte offen. Wie dem auch sei, ist alles kein Beinbruch. Hier hilft CT wieder nur, die Ist-Situation darzulegen und den Ingenieuren, die sich mit dem 3D-Druck beschäftigen, zu zeigen, liebe Leute, baut euer Bauteil doch bitte um ein paar Millimeter oder ein paar Mikron dicker, sodass die Oberfläche, sodass ihr nicht zu viel von der Oberfläche wegnimmt und stellt sicher, dass wir über den Oberflächenabtrag nicht in einen kritischen Bereich reinkommen. Und ein weiterer Punkt, der in dieser Studie relativ gut rauskam, sie haben oftmals im 3D-Druckbereich solche Stützstrukturen, die sie brauchen, um das Bauteil vernünftig zu drücken. In diesem Fall hätte man wahrscheinlich auch darauf verzichten können durch eine andere Positionierung des Bauteils, aber in komplexen Bauteilen kommt man definitiv nicht drüber herum. Und diese Stützstrukturen kann man entfernen, entweder durch ein mechanisches Verfahren, wie Abschleifen oder Abbrechen, oder aber man kann das über ein physikalisches, chemisches Verfahren wie das Hirtisieren machen. In jedem Fall ist es danach weg. Wichtig ist, dass man sich mit den Auswirkungen dieser Stützstrukturen auseinandersetzt. Und auch das kann man gut im CT-Scan sehen. Bleiben Stützstrukturen an dem Bauteil dort, die dieses Bauteil verändern? Haben wir einen höheren Materialabtrag, da wo wir die Stützstrukturen entfernt haben? Verändern wir das Bauteil? All das können wir sehr gut sehen. Und dieses White Paper können wir noch gerne zukommen lassen. Das ist ein Auszug aus den Bildern, die in diesem Zuge entstanden sind. Das sind, glaube ich, 6, 7 DIN A4 Seiten, die wir, wie gesagt, im Zusammenhang mit der Firma Hirtenberger, IFE Jena und Visi Consult gemacht haben. Wenn Sie Interesse haben an dem White Paper, lassen wir Ihnen das gerne zukommen, wenn Sie das gerne hätten. Gut, also auch hier nochmal, wir erweitern unsere Notizzettel. Die Support Structures oder diese Stützstrukturen, die fügen dem Ganzen nochmal Komplexität hinzu, wenn sie nicht vor dem Scan entfernt wurden. Oberflächenbehandlung legt eventuell Oberflächendefekte frei oder nimmt mehr vom Material weg, als es soll. Und wenn man Heat Treatment, also das Hipping, nach dem CT-Scanning durchführt, dann können Sie eventuell die Geometrie durch die Auflösung von Eigenspannungen nochmals verändern. Poren können verschwinden, Poren können auch wieder auftauchen. Üblicherweise ist es so, dass das Hipping Poren wirklich relativ gut eliminiert. Aber es ist ein stochastischer Prozess und es empfiehlt sich auch nach dem Hipping wirklich nochmal zu gucken, wie hat sich mein Bauteil verändert in der Geometrie als auch in den Defekten. Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Ich werfe einen Blick auf die Uhrzeit. Wir sind gut in der Zeit. Hier mal so ein klassisches Beispiel. Was passiert? Eine Firma hat einen 3D-Drucker angeschafft. Die Konstruktionsingenieure sind schwer begeistert. Wir können plötzlich ganz abgefahrene Dinge drucken. Wir können Bauteile leichter machen. Wir können Strukturen bauen. Die gab es vorher noch nicht. Aber so richtig weiß niemand, ja, was ist denn eigentlich die Prüfanforderung für dieses Bauteil? Was sagen die Standards? Dann hört man oft, ja,
Und die Hersteller der 3D-Drucker haben mir gesagt, dass der kann 99,9% Dichte drucken, da dürfen keine Defekte drin sein. Wir alle wissen als Prüftechniker, es gibt nicht diesen Zustand, keine Defekte. Wir finden immer irgendwas, wir müssen nur genau genug schauen. Irgendwas wird immer dort sein. Das heißt, auch hier müssen wir wirklich, wir müssen gucken, dass wir realistisch sind. Und die letzten 2% Gewichtseinsparung, die sind es vielleicht nicht wert, dass wir das Bauteil am Ende nicht prüfen können. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das heißt, nicht nur Design for Manufacturing, sondern also auch Design for Inspection. Das sollte deswegen ist es wichtig, dass Prüfingenieure und Designingenieure frühzeitig zusammenarbeiten und an einer Fehlerdefinition arbeiten, die auch am Ende wirklich geprüft werden können. Denn was wir gesehen haben, wir haben dieses Spannungsverhältnis zwischen Scanzeit, Auflösung, Durchdringung und ein großes gedrucktes Bauteil mit höchster Auflösung zu scannen, wenn es denn technisch möglich ist, dauert extrem lange. Oftmals ist es technisch gar nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns darauf zurückziehen, nur repräsentative Samples zu scannen. Das heißt, Dogbones, die wir parallel zum Bild mitgedruckt haben, die wir danach prüfen können. Das ist dann ein tolles Sample und ist eine Annäherung, aber wir haben auch gesehen, geometrische Abweichungen und Ähnliches kommen zustande durch den Hitzeeintrag, der unterschiedlich ist an dem Sample, was Sie gedruckt haben, oder an dem Bauteil. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer ausreichend, nur das repräsentative Sample zu scannen, sondern manchmal muss auch das Bauteil sein. Aber trotzdem müssen Sie natürlich durch das Bauteil auch kommen und die entsprechende Auflösung erreichen. Also an unseren Notizzettel, die Inspectability oder die Prüfbarkeit von Bauteilen sollte schon in dem Designprozess berücksichtigt werden. Und aus dem Grund arbeiten wir auch mit der Firma Autodesk zusammen, weil wir direkt dort in der Designphase berücksichtigen wollen, kann dieses Teil überhaupt geprüft werden? Und wenn ja, was sind die Prüfanforderungen? Habe ich überhaupt dieses Prüfgerät zur Verfügung, um das Bauteil so zu prüfen? Also, was fehlt uns? Jetzt einmal ein kurzer Abriss von der Normungsfront. Hier ein paar Slides, die natürlich nicht von unserem Unternehmen, sondern von der NASA im Zuge des ASTM-Gremiums für Non-Destructive Testing of Additive Manufactured Parts kommt. Und ich scroll mal so ein bisschen hier durch. Was ist es, was wir brauchen? Ein Industriestandard muss entwickelt werden. Es gibt derzeit keine Published Standards für Additive Manufacturing oder Design oder auch nur die Phantome dafür. Wir brauchen Standards für led by NDE Experts. Wir brauchen Standards für das dimensionale Messen. Wir brauchen Standards, wie Daten vereinigt werden. Wir brauchen Standards, wir brauchen Standards, wir brauchen Standards. Ich will es gar nicht so weit ausreizen. Was wichtig ist, die Normungsfront macht Fortschritte, ISO macht große Fortschritte, ASTM macht große Fortschritte, ASME arbeitet dran, viele einzelne Firmen, wie zum Beispiel GE Aviation, arbeiten an Normungen. Nichtsdestotrotz ist da noch eine große Ungewissheit und das führt zu Problemen. Um das jetzt mal, nämlich mal zusammenzufassen und auch mal einen guten Bekannten von mir, der Luftfahrt Level 3 ist, zu zitieren, der sagt, unter seiner Aufsicht wird kein AM-Bauteil, was sicherheitskritisch ist, zum Beispiel ein Turbinenbauteil, fliegen. Und wir wissen alle, wir sehen, dass gewisse Unternehmen da schon wirklich weiter sind. Wir sehen Additive Manufactured Bauteile, die in Flugzeugen verbaut werden, die fliegen. Aber richtige große, breite Marktadaptierung hat das Ganze noch nicht gefunden. Und das liegt, wie gesagt, grundsätzlich oder größtenteils daran, dass die Standardisierung, auch wenn sie große Fortschritte macht, noch immer nicht abgeschlossen ist. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem, was das Engineering möchte und was die Technologie liefern kann. Wir haben über die Auflösung gesprochen, über die Durchdringung. Wir haben tatsächlich auch noch einen Skills Gap im NDT-Bereich, weil wir innerhalb von Rekordgeschwindigkeit plötzlich von Prüfung über Röntgenfilm zu CT-Prüfung mit all diesen fortgeschrittenen Simulationen und Verfahren kommen. Und
es ist auch noch wirklich unklar, was ist denn nun der Grenzwert für so eine Pore in so einem 3D-gedruckten Bauteil? Wie wirkt sich denn am Ende des Tages nun so eine Delamination auf dem Bauteil an? Und was ist denn nun wirklich die Auflösung, die ich erreichen muss? Und das große Risiko, was wir sehen, ist, dass Additive Manufacturing, dass der Ruf von Additive Manufacturing ein bisschen im Augen des Top-Managements leidet, weil es wurden eine große, große Hoffnung reingesetzt, es konnten diese verrückten Teile gedruckt werden, großartige Kosteneinsparungen wurden proklamiert. Ja, aber diese Kosteneinsparungen können nur realisiert werden, wenn diese Bauteile auch wirklich irgendwann andere Bauteile ersetzen. Und davon sind wir noch in vielen Teilen weit entfernt. Einige sind näher dran als andere. Oftmals sind es leider nur Marketingaktionen wie ein 3D-gesitzter Stewardess-Sitz. So, das bringt schon mal was an Gewichtseinsparungen, aber das ist noch nicht der große Sprung, den sich Leute erhoffen, wenn sie mehrere Millionen oder hunderte Millionen in ein Exzellenzzentrum für 3D-Druck investieren. Und aus dem Grunde proklamieren wir, dass die Hersteller der 3D-Drucker und die Endanwender und die Hersteller der CT-Systeme gemeinsam weiterhin mit vereinigten Kräften daran arbeiten, die Standardisierung voranzutreiben und die Entwicklung der Technologie zusammenzutreiben. In dem Sinne komme ich zu einem Ende. Das Timing passt. Wir haben es 4:04, also noch ein paar Minuten für Fragen, können auch gerne noch ein bisschen überziehen. Wie ich bereits gesagt habe, wer Interesse hat an dem White Paper oder auch an diesen Slides, der kann gerne diesen QR-Code scannen und dort seine Daten hinterlassen oder aber auf den Link klicken. Die DGZFP wird diesen Link auch noch einmal rumschicken an alle Teilnehmer, dass sie sich dort eintragen können, wenn sie Interesse haben. Und dann schicke ich Ihnen gerne die Präsentation, aber auch das White Paper zu. Und in dem Sinne bin ich mit dem offiziellen Teil fertig. Christian, ich würde mal an dich übergeben. Ich sehe, ich habe die ganzen Fragen, die nebenbei angekommen sind, muss ich entschuldigen. Ich habe nur einen Bildschirm hier in meinem Wohnmobil und ich konnte sie leider nicht nebenbei sehen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein bisschen springen und können gerne auf die Fragen angehen. Christian, ich würde an dich übergeben zur Moderation. Alles klar, vielen Dank. Lennart, vielen Dank für deine Ausführungen. War sehr interessant. Du hast definitiv nicht überzogen und auch die Stunde, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben, ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben auch noch ein paar Minuten, denke ich. Also wenn wir 10, 15 Minuten vielleicht sogar noch mit Fragen füllen, wäre das absolut kein Problem. Kurze Notiz am Rand für alle, die noch da sind. Wir hatten während des gesamten Vortrages immer über 100 Teilnehmer. Was mich sehr freut, dass die Resonanz hier entsprechend so groß ist, dass so viele Teilnehmer zusammengekommen sind. Ich würde jetzt hier nach und nach die Fragen freigeben, die zwischendurch reingekommen sind. Es sind 5 Stück insgesamt. Die erste von der Anne Jüngert. Was wurde am Laserbeam verändert, um gezielt Fehlstellen zu erzeugen? Ich denke, das betrifft die Folie 35, 36, Lennart, wenn du da nochmal hinspringen könntest. Ja, das ist super, dass du hier mit drin bist, weil ihr habt die Bauteile gedruckt. Also ja, richtig. Vielleicht kannst du das einfach selber sagen. Das ist wahrscheinlich deutlich relevanter, als wenn das von mir kommt. Ja, sehr, sehr gerne. Wenn du nochmal auf die Folie springen könntest, wäre das... Ja, mache ich gerne. Dass wir auch sehen, worüber wir reden. Du hast es ja schon kurz angerissen, dass wir da als IFW Jena mit unseren Kollegen aus dem Bereich additive Fertigung ein Projekt hier laufen haben, wo es darum ging, gezielt Fehlstellen in additiv gefertigte Bauteile einzubringen. Grundlegendes Verfahren ist ja auch das selektive Laserstrahlschmelzen oder das LPBF Laser Powder Bed Fusion. Das waren Bauteile aus einer Aluminiumlegierung. Und was wir hier gemacht haben, ist, ich sag mal, im einfachsten Fall einfach ganze Schichten mit veränderten Laserparametern zu bearbeiten, was bedeuten kann, extrem viel Leistung reinzubringen, sodass eben wahnsinnig viel Energie in die jeweilige Schicht eingebracht wird, wodurch gezielte, Gasporen entstehen können, so durch den sogenannten T-Hole-Effekt. Oder wir haben bewusst entsprechend die Laserleistung reduziert, um Anbindungsfehler zu erzeugen, die dann entsprechend natürlich, wie einen Bindefehler in der Schweißtechnik wirken können, um
da die Auswirkungen auf die Festigkeitseigenschaften zu untersuchen. Was man hier dann in der Probe auch noch schön sieht, in den einzelnen Schnittbildern, die gerade wieder dargestellt werden, sind dann so diese hellen Bereiche, die hier dafür sprechen, dass da ziemlich sicher ein Fremdmaterial sich mit eingeschlichen hat. Muss man dazu sagen, wir arbeiten hier mit einer Forschungsanlage. Da werden verschiedene Werkstoffe drauf verarbeitet. Vermutlich wird das irgendwie in die Richtung Stahl an der Stelle gegangen sein. Also was hier an hellen Pünktchen da drin ist, sind dann ja wahrscheinlich Bestandteile einer Stahllegierung. Genau, das wäre an der Stelle erstmal alles zu dieser Frage. Eine weitere Frage, leider anonym gestellt, wäre, wie handelt man die enormen Datenmengen? Das ist dann wieder eine Frage für dich, Lennart. Ja, wie handelt man die großen Datenmengen über IT-Hardware? Also ein Scan hat eine gewisse Größe. Wenn Sie diese Scans dauerhaft archivieren müssen, dann müssen Sie entsprechende Archivierungssysteme, RAID-Systeme oder Cloud-Storage-Systeme vorhalten. Ansonsten empfiehlt es sich, Rohdaten irgendwann auch zu entfernen und vielleicht nur einen Report des Ganzen vorzuhalten, den Prüfbericht. Aber die Daten fallen nun mal an. Die fallen auch bei einer Oberflächenscanner an oder ähnlichen Prüfmethoden. Da gilt es nur wirklich, mit seiner IT zusammenzuarbeiten und frühzeitig das Thema Datenmengen anzusprechen. Es gibt die Hardware mittlerweile. Ich kann sagen, sie ist leider nicht ganz günstig, aber sie erfüllt ihren Zweck. Okay, danke. Dann hätten wir jetzt hier eine nächste Frage von Frank Bonitz. Ich hoffe, sie ist vollständig hier dargestellt. Welche Möglichkeit gibt es, die Kornstruktur und Verteilung der Kornstrukturen nachzuweisen? Da gibt es in der Auswerte-Software von Volume Graphic sehr schöne Tools, um das zu visualisieren, auch die Verteilung über ein Histogramm zu plotten, sodass man sehen kann, wie die Verteilung dieser Partikel ist. Und man kann sie sich dann auch wirklich direkt durch eine Falschfarbendarstellung im Bild anzeigen lassen. Okay, danke. Dann haben wir hier als nächstes eine Frage von Herrn Tietz. Es wurden Volumenfehler wie Poren und Pulverkörner dargestellt. Wie sieht es aber mit den gefährlicheren Fehlern wie Rissen und Bindefehlern aus? Risse, im 2D-Röntgen sind Risse ja so ein bisschen unser Endgegner, weil wir einen Riss wirklich, wenn wir ihn überhaupt sehen können, wirklich nur gut sehen können, wenn wir in den Riss reinstrahlen. Wenn wir seitlich auf den Riss raufstrahlen, dann ist der Dichteunterschied zu niedrig und oftmals sieht man ihn nicht. Im CT haben wir einen großen Vorteil. Wir drehen das Bauteil im Strahlengang um 360 Grad. Das heißt, die Chance, dass wir einen Riss sehen, ist deutlich größer, aber natürlich ist am Ende das Auflösungsvermögen des CT-Systems entscheidend. Wenn Sie jetzt einen geschlossenen Riss haben, der sich noch nicht geöffnet hat und die Differenz dort ist so niedrig, dass sie unterhalb des Auflösungsvermögens ihres Systems ist, dann werden sie ihn nicht sehen. Das gleiche gilt für eventuelle Delamination oder nicht verschmolzenes Powder. Also üblicherweise hat das ja so eine Größe von so eine einzelne Schicht von 30 bis 50 μ, kann auch weniger sein, kann auch mehr sein. Korrigiere mich, Christian, wenn das anders ist. Habe ich jetzt auch erstmal, nee, passt ja. Eigentlich, ja, alles gut, ja. Und wenn Sie jetzt natürlich in CT-Scan mit einer 100 μ Auflösung durchführen, dann könnten Sie durchaus noch tatsächlich ein bisschen was sehen, aber Sie werden wahrscheinlich nicht den Riss in seiner vollen Gänze oder die Delamination in seiner vollen Gänze sehen. Wenn Sie jetzt natürlich mit 10 μ scannen, dann ist die Chance, dass Sie das Ganze finden, sehr, sehr groß. Also auch hier keine universelle Antwort. Ja, man kann Delaminationen finden. Ja, man kann loses Powder finden. Ja, man kann Risse finden. Aber alles begrenzt auf die Auflösungsfähigkeit des Systems. Richtig. Also da sind auch, denke ich, noch weitere Studien, weitere Untersuchungen notwendig, wie da die entsprechenden Zuverlässigkeiten dann auch der entsprechenden Prüfsysteme sind, um einfach dann ja sicherzustellen, solche Fehler dann auch zu erwischen, wie du es ja auch gesagt hast, die müssen optimal, ich sag mal, in Durchstrahlrichtung liegen. Da haben wir bei der CT ja schon den Vorteil, dass wir eben aus 360 Grad dann irgendwo doch reinschauen. Und da kommt man schon relativ weit. Hier kam noch eine weitere Frage, welche Stahlsorten werden derzeit gedruckt? Ja, also das würde ich jetzt mal übernehmen. Stahlsorten, ich sag mal, alles, was grundsätzlich irgendwo schweißbar ist, kann mit dem Laserstrahlschmelzprozess verarbeitet werden.
Idealerweise ist es irgendwo, ich sag mal, relativ kohlenstoffarmer Stahl. Der lässt sich da doch deutlich besser verarbeiten. Übliche Stähle sind an der Stelle meist Chrom-Nickel-Stähle. 1,4404 wird gerne verarbeitet. Das ist auch so bisher, ich sag mal, der gängigste. Ansonsten, ja, ich sag mal, die Werkstoffpalette, die wird stetig größer. Auch da gibt es entsprechende Forschungsaktivitäten in alle möglichen Richtungen, dass man auch versucht, Werkstoffe dann zu verarbeiten, auch Werkzeugstähle, Automatenstähle eventuell sogar ja, entsprechend mit dem Prozess ja, zu verarbeiten. Also ich sage mal, die Möglichkeiten sind groß, aber entsprechend ist noch viel, viel zu tun. Die nächste Frage von Andreas Kupsch, Folie 41, auf die bist du jetzt schon gesprungen, wenn ich das richtig sehe. Der Schnitt durch nein. Der Schnitt durch die Turbinenschaufel rechts, höhere Dichte der Kontur. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Vielleicht könnte die noch ein bisschen präzisiert werden. Mir ist nicht ganz klar, was genau die Frage ist. Christian, verstehst du sie? Ich verstehe sie nicht. Ich mache mir mal parallel die Folie noch mal kurz auf. Ich habe sie offen. Vielleicht eventuell durch einen etwas helleren Grauwert, der hier irgendwie dargestellt wird, ob das dann quasi entsprechend... In jedem Fall weiß ich es auch leider nicht. Also ja. Wir haben die Bauteile nicht gedruckt. Die wurden uns von einem unserer Partner und Kunden zur Verfügung gestellt. In dem Sinne muss ich leider passen bei der Frage, kann aber, wenn das wirklich von Interesse ist, gerne die Informationen einholen. Okay, dann, ich meine, dein Kontakt ist ja relativ leicht zu finden, dann kann sich der Herr Andreas Kupscher vielleicht direkt an dich wenden. Gerne. Und da entsprechend nochmal nachhaken im Nachgang. Weitere Frage, was ist die Kontrastauflösung in Ihrem CT-System von Herrn oder Frau Arnold aus Saarbrücken? Also die Kontrastauflösung hängt im Endeffekt auch ein Stück weit von den verwendeten Röntgenkomponenten und der unterliegenden Kontrastsensitivität auf. Um das jetzt nicht zu weit in die Länge zu rücken, eine übliche Kontrastsensitivität moderner Detektoren liegt so zwischen 1-2% der Wanddicke. Das ist so als ein Rule of Thumb, was man immer annehmen kann. Und da gehen Sie auch nochmal auf einen guten Punkt ein. Wir sind viel auf Auflösung eingegangen. Wir sind nicht so viel auf Kontrast eingegangen, weil es aber Kontrast ist mit Abstand die wichtigste Qualität, das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Röntgenbilds und damit auch eines CT-Scans. Wir sind limitiert mit der Kontrastauflösung zu einem prozentualen Anteil der Wanddicke. Das heißt, wir können, selbst wenn die Auflösung des Detektors oder des Aufnahmesystems theoretisch hergibt, nicht die gleiche wirkliche also Kontrastauflösung erreichen, wie wir sie theoretisch von der reinen Auflösung. Wenn man das ganz, ganz vereinfacht, und ich weiß, Experten werden mich gleich erschießen, die Auflösung eines Systems ist es, wenn Sie so ein Bild haben, in XY ist die Auflösung, die Sie erreichen können. Das wird bestimmt durch die Pixelgröße und die Vergrößerung und den Brennfleck. Die geometrische Spatial Resolution ist der Fachbegriff, die spatiale Auflösung. Die Kontrastauflösung ist das, was Sie in die Tiefe erreichen können, das heißt durch das Bauteil durch. Und selbst wenn Sie etwas in der XY-Richtung im Röntgenbild sehen können, heißt das nicht unbedingt, dass Sie es in der Tiefe sehen können, weil eventuell die Dicke des Bauteils so hoch ist, dass die Modulation durch die Fehlstelle oder durch die Inklusion einfach untergeht und nicht mehr durch das Auflösungsvermögen, Kontrastauflösungsvermögen des Detektors aufgelöst werden kann. Um das kurz zu halten, Röntgen und auch gerade CT, die Computertomographie, ist eine wirklich komplexe Technologie. Da gibt es auch ganze Kurse, die DGZFP ja zum Beispiel mit ihren mittlerweile CT1 und CT2 Kursen, wo man das Inside-Out behandelt. Aber man kann als Daumenregel sagen, 1-2% Kontrastauflösung, das ist drin bei modernen Röntgen- und CT-Systemen. Okay, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Ich denke, die können wir noch abhandeln. Wäre von Christian Große. Wie sieht es mit automatisierten Auswertetechniken aus, wie CNN, insbesondere bei großen Datenmengen? Ich denke, mit CNN wird, das Wort CNN sagt mir nichts. Ich denke, es spielt auf Neural Networks ab, würde ich mal vermuten.
Neuronale Netze zur Auswertung der Daten machen durchaus Sinn, ist als CT-Hersteller nicht unbedingt unsere Spielwiese. Da tummelt sich dann eher die Firma Volume Graphics zum Beispiel, die Auswertesoftware dahinter liefert. Und meines Wissens setzt die neueste Version auch mittlerweile auf neuronale Netze und Deep Learning. Aber dazu muss ich ganz klar sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, was die Auswertung danach angeht, weil auch wir nutzen das Tool von unserem Projektpartner Volume Graphics für diese Fälle. Wir sind nur zuständig dafür, Systeme zu bauen, die einen guten Dateninput für die Auswertungssysteme liefern. Weitere Frage wieder von Anne Jüngert. Arbeiten Sie auch an der Implementierung von Phasenkontrasttechnik? Wir persönlich nicht, nein. Martin Schickert von der MFPA Weimar. Welche Fehler und Parameter kann Röntgen-CT in additiv hergestellten Objekten nicht darstellen? Grundsätzlich alle Fehler, die unter der Auflösungsgrenze des Systems liegen. Das heißt, alles, was kleiner ist als das, was Sie als kleinste Struktur auflösen können. Was auch nicht darstellbar ist, wenn Defekte keinen Kontrastunterschied verursachen. Das heißt, der geschlossene Riss, über den wir gesprochen haben, die stark verpresste Delamination, über die wir angedeutet haben, da haben Sie einfach keine Chance, weil wenn Sie keinen Kontrast haben, keinen Kontrastunterschied, dann sehen Sie es auch nicht. Und Röntgen kommt irgendwann an seine Grenzen bei der Durchdringung. Das heißt, wenn Sie ein extrem dickes Material haben, also wir haben immer wieder Anforderungen von komplett gedruckten Turbinencases aus Inconel. Gut, da müsste man dann vielleicht mit dem Linearbeschleuniger ran, aber dann haben Sie eventuell nicht mehr die Auflösung, die Sie brauchen. Also Sie werden limitiert durch die Auflösung, durch die Durchdringung und durch die nicht vorhandene Kontrast bei manchen Defekten. Okay, danke. Hier gibt es einen Kommentar von Sven Gontrom-Linke von Volume Graphics direkt jetzt zur Folie 41. Schönen Dank. Die Kontur wird im Bild deshalb heller dargestellt, weil die gefundene Oberfläche als helle Linie überblendet wird. Jetzt noch eine etwas längere Frage. Ja, danke Sven. Ich sehe schon, die Spezialisten von Volume Graphics sind auch im Call. Das war mir gar nicht klar, dass die weiße Linie gemeint ist. Also wenn Sie tatsächlich diese weiße Linie hier meinen, ja, das ist die Oberflächenerkennung in dem Auswertetool, die wir nutzen, um Messungen durchzuführen. Weil wir müssen über die ISO-Kurve in irgendeiner Form bestimmen, wo hört das Bauteil auf, wo fängt Luft an. Und da das ein Gradient ist, der dort liegt, kann man das nicht, deterministisch legen. Irgendwo muss man die Linie legen. Wenn wir diese Linie ausblenden würden, dann würde das Ganze hier als Gradient auslaufen. Hier ist noch die kurze Nachfrage von Walter Arnold. Gibt es ein Produkt aus Dicke mal Kontrastauflösung für das System als Grenze? Kannst du das noch einmal wiederholen? Oder wo ist die Frage? Bei Published Nachfrage, gibt es ein Produkt aus Dicke mal Kontrastauflösung für das System als Grenze? Gute Frage. Also mir ist da kein Daumenwert. Schon gar nicht mit der müsste ich drüber nachdenken. Wie gesagt, diese 1-2% der Wanddicke, das ist ein Daumenwert. Damit haben Sie ja schon eine Abhängigkeit aus der Dicke des Bauteils und der Kontrastauflösung, die Sie erreichen können. Ich hoffe, dass das beantwortet die Frage. Ansonsten gerne auch, meine E-Mail ist ja bekannt, mir gerne noch eine E-Mail schicken, dann leite ich das auch an unsere Applikationsspezialisten weiter. Die würden dann im Nachgang die Frage vielleicht noch einmal wissenschaftlich korrekter beantworten. Okay. Und jetzt die wirklich letzte Frage, Florian Römer vom Fraunhofer IZFP. Sehr lange Frage. Ich hoffe, Lennart, du siehst sie. Ich gebe sie dann noch gleich für alle frei, wenn ich sie gelesen habe. Sind die Scanzeiten, die man benötigt für die Anwendung, ein kritischer Bottleneck oder hat man im Allgemeinen genügend Zeit? Falls die Scanzeit kritisch ist, da man das Bauteil, was man scannt, bereits kennt und nur die Abweichung von der Referenz sucht, könnte man das Vorwissen nutzen, um die Anzahl der Scans zu reduzieren. Also ist die Scanzeit kritisch? Ich sag mal so, ja und nein. Es gibt Anwendungen im Laborbereich, da zählt die Zeit nicht. Und da nehmen Sie sich alle Zeit der Welt. Wenn Sie jetzt aber das Additive Manufacturing auf den
auf die Produktionsfläche oder als würde ich als Produktionstechnologie nutzen, dann ist Zeit irgendwann schon Geld. Und sie, es entscheidet sich, ob sie zwei CT-Systeme brauchen oder eins. Und in dem Sinne, ja, Zeit kann kritisch werden, muss es aber nicht sein. Und Vorwissen zur iterativen Rekonstruktion, ja, es gibt iterative Rekonstruktionsalgorithmen, die Vorwissen zum Bauteil mit einbringen und so die Rekonstruktionszeit gegebenenfalls verkürzen können. Ob die daraus resultierende Qualität ausreichend ist, muss jeweils geguckt werden. Aber es gibt Algorithmen, die iterative Verfahren verwenden und wo man, sage ich mal, Ground Truth oder Wissen mit reinbringen kann, um die Scanzeit zu verkürzen. Okay. Aber auch hier muss ich sagen, ich bin nicht der Spezialist, was Rekonstruktionsalgorithmen angeht. Wenn da wirklich ein tieferes Interesse besteht, können wir uns auch gerne im Nachgang noch austauschen und darüber reden. Ja, vielen lieben Dank, Lennart. Vielen lieben Dank an alle Teilnehmer, die noch da sind. 74 an der Zahl sind es noch. Vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Freut mich sehr, dass das Thema echt gut angekommen ist. Besonderer Dank an dich, Lennart, dass du dir die Zeit im Urlaub genommen hast, aus dem Wohnmobil aus Kroatien heraus den Vortrag jetzt hier gehalten hast, eine Stunde deines Urlaubs, ich sag mal, geopfert hast, um uns hier im Arbeitskreis oder im Gesamtarbeitskreis eigentlich zu unterstützen, der DGZFP. Ich würde dann an der Stelle schließen. Ich denke, es ist alles soweit geklärt worden. Wenn weitere Fragen sind, das Angebot ist da. Gerne alles, was rund um das Thema CT-Möglichkeiten auch über den Lennart Schulenburg an die Firma VisiConsult zu kommunizieren. Wenn weitere Fragen zum Prozess der additiven Fertigung offen sind, gerne auch an mich wenden, beziehungsweise an mich und meine Kollegen hier am IFW Jena rund um das Thema additive Fertigung. Einen kurzen Hinweis hätte ich noch. Die nächste geplante Sitzung des Arbeitskreises Thüringen ist in der Zeitung veröffentlicht worden als eine Exkursion zum Stahlwerk unter Wellenborn hier in Thüringen. Diese Veranstaltung muss leider schon wieder abgesagt werden. Aufgrund von Corona sind die Möglichkeiten des Besuchs des Stahlwerkes noch nicht möglich, im September auch noch nicht möglich und auch auf unbestimmte Zeit nicht möglich. Und da werden wir dann schauen, sobald da Lockerungen auftreten, dass wir das Ganze dann entsprechend ja wieder neu ansetzen und dann veröffentlichen können. Ansonsten von unserer Seite aus Thüringen gibt es jetzt erstmal keine weiteren Veranstaltungen in Planung. Der Sommer steht vor der Tür, die allgemeine Sommerpause. Vielleicht der ein oder andere Arbeitskreis wird sich, denke ich, bereit erklären, auch im Sommer hier noch was zu organisieren. Wir haben Corona-bedingt doch den großen Vorteil jetzt gewonnen, Online-Meetings zu machen, die Reisezeiten zu verkürzen und ja auch über die Distanz, heute dann eine etwas gesteigerte Distanz von Jena nach Kroatien entsprechend zusammenzukommen und die vielen Teilnehmer hier zu erreichen. Ich bedanke mich, Lennart. Danke für deine Zeit, wie gesagt, und allen Teilnehmern noch einen schönen Tag. Auf die Nachsitzung müssen wir leider verzichten oder jeder macht für sich alleine einen. Danke, Christian, und danke für alle Teilnehmer. Und schönen Tag noch, wünsche ich. Ja, schönen Tag. Tschüss.